Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es weiter im LS22-Projekt Bildet. Wir sind mittlerweile in Woche 9 angekommen und schon in der ersten Folge der Woche hat es ordentlich gekracht zwischen Sally und den Männern. Und das hört auch in der zweiten Folge nicht auf. Diesmal ist es aber eher Herr Hammerstiel. Der ist nämlich maßlos enttäuscht von Sally und wir haben keine Ahnung warum. Und Herr Röhrig wird eventuell zu einer klitzekleinen Straftat angepiekst. Aber schau dir das Video sehr gerne an. Die vorherige Playlist verlinke ich dir hier oben und unten auch in der Videobeschreibung, wenn du nochmal andere Videos gucken möchtest. Und jetzt sage ich ganz viel Spaß bei diesem Teil. Wir müssen jetzt erstmal wieder schnell nach Hause. So, wir müssen jetzt wieder arbeiten, nachdem wir hier eine ganze Folge lang abgehalten wurden. Von produktivem Arbeiten. Oh. Machen wir uns jetzt auf dem Weg. Tja, jetzt ist halt da drüben, diese zwei Streifen sind jetzt halt schon wieder gewachsen. Ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. So viel zum Thema, wir verkaufen auch im Januar. Aber gut, was soll's, egal. Haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Nee. Also es gibt für mich tatsächlich keinen sinnvollen Grund, warum er jetzt diese Felder kriegen sollte, obwohl diese zwei Felder hier nicht verkauft sind. Ne. Ne, ne, ne. Oh, ich habe ein Mähwerk nicht an, wa? Perfekt. Perfekt. Einfach richtig gut. Das habe ich nicht gesehen. Und ich schwöre euch, er würde sie abernten und mir dann das Feld zum Kauf anbieten. Schwöre ich euch. Nö. Nö, 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 nö. So nicht. So machen wir das nicht. Aus Prinzip schon nicht. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Ich habe halt... Ich habe halt einfach nicht wirklich Geld. Ich will halt die 23 auf jeden Fall haben. Weil die ist wirklich direkt neben meinem Hof. Und auch unter dem Aspekt, ich weiß nicht, wie weit ich mich jetzt ausbreite und sowas alles. Das ist ein bisschen scheiße. Wir fragen mal, wollen wir bei den anderen mal anfragen, ob die kaufen? Können wir machen. Wo steht denn der Röhrig jetzt hier um 4 Uhr nachts? Sally! Malta, was machst du denn hier mitten in der Nacht? Ja, ich schlafe im Traktor, das wird zu weit bis zum LU. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wollen wir unseren Champagner trinken? Malta, also ich habe wirklich leider gar keine Zeit. Weißt du, ich wurde gestern hier den ganzen Tag aufgehalten von dem Ferser. Und jetzt... Boah, das steht eigentlich. Ja, furchtbar war's. Aber ich meine, wir sind ja auch so gestartet, dass es einfach, ja. Es konnte ja nicht gut werden. Ich fahre mal weiter. Können wir über Funk reden, wenn du dich in deinen Traktor reinsetzt? Sonst verliere ich hier wertvolle Zeit. Ja, können wir machen. Super. Ja, also es war furchtbar, aber wie hätte es auch laufen sollen? Unter dem Aspekt, dass er da, ja, meine Felder geklaut hat, ja. Ne? Ja, ja, ich hab mir das schon fast gedacht. Deswegen bin ich auch nicht zum LU. Ich hab gedacht, ich warte mal hier, ob du sicher ankommst. Weil ich hab so ein ungutes Gefühl bei dem Kerl. Ja, einfach stehen lassen hat er mich auf seinem Hof. Nee! Der ist einfach gegangen. Was ist das für eine? Ja. So behandelt man doch keine Dame. Ja. Nee. Also da muss ich sagen, das ist wirklich auch eine ganz schlechte Grundlage, um da irgendwie mehr drauf aufzubauen oder so. Ja, das kann ich verstehen, du. Also, ich meine, du weißt ja, ne? Ich bin jederzeit für dich da, wenn was ist. Ja, das ist nett von dir, Malta, aber... Aber kein Problem. Ich weiß, aber kann ich dir was im Vertrauen erzählen?
Ja, aber natürlich. Ich kann schweigen im Grab. Ja, weil ich hab eine ganz verrückte Idee gehabt neulich, aber ich bräuchte dazu halt eine vertraute Person. Was denn? Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich will natürlich auch niemandem hier Probleme bereiten oder so, ne? Aber du hast doch bestimmt diesen Baum gesehen, den er da auf seinem Hof gepflanzt hat, oder? Der so ähnlich aussieht wie der bei mir auf dem Hof, oder? Ja, da bin ich eben dran vorbeigefahren, den habe ich gesehen. Ja, und ich würde ihm schon gern irgendwie einen reinwürgen dafür, dass er halt so frech ist zu mir, weißt du? Ja. Und wenn da jemand mit einer Kettensäge mal vorbeigehen könnte, in so einem Moment, wo er nicht guckt. Ich verstehe. Hm. Ja, da muss ich mal schauen, du. Also, ne, ich möchte dir auch keinen Ärger bereiten oder so. Aber ich meine, ich kann das nicht machen, ne? Du weißt, das würde mir meine Karten hier auch bei dem Wettbewerb und so in der Stadt ganz, ganz, ganz schlecht. Also, das wäre ganz, ganz schwierig. Nö, also, ich sag mal so. Du hast mir das ja nicht aufgetragen. Nee, natürlich nicht. Ich hab das über den Dorffunk gehört, dass er dich so, so schlecht behandelt hat. Mhm. So, und ich weiß nicht, vielleicht passiert ja dann irgendwie was. Also, das, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ja, also im besten Fall sieht dich natürlich niemand dabei, ne? Ja, natürlich. Und das wäre ja klar, damit es einfach quasi niemand mitbekommt. Kann wohl noch ein wenig dauern, ja? Ja, das ist ja kein Problem. Ich muss erstmal die richtigen Leute, die richtigen Leute kontaktieren. Ja, und ich würde mich dann natürlich freuen, wenn, hört sich jetzt ein bisschen egoistisch an, aber ich würde mich ja freuen, wenn meine Karten bei dir dann noch besser stehen, nicht? Ja, also du weißt ja, Malta, an Gefühlen, also Gefühle kann man nicht erzwingen. Nee, ich will dir da jetzt auch nicht keine falschen Hoffnungen machen. Nee, aber ich wäre dir natürlich nicht super dankbar. Also das steht natürlich außer Frage. Ja. Ja, wir werden ja sehen, wie es in Zukunft weitergeht. Genau, das sehen wir dann schon. Das darf man auch einfach nichts erzwingen. Das muss man alles ganz natürlich passieren lassen. Ich muss ja sowieso gleich erstmal hier weiterpressen und wir müssen ja auch noch die Rüben wegbringen. Vergiss die nicht. Ja, nee, das machen wir dann danach. Weißt du, ich wollte die Grasfelder hier aber einmal schnell, weil das geht ja fix, die abzuarbeiten. Ja. Und die sind schon mehrere Monate hier auch reif. Ich wollte jetzt nicht, dass mir das Gras hier vergammelt, weißt du? Und dann steht das so rum und kann dann ja auch nicht wieder neu nachwachsen. Deswegen dachte ich, machen wir das jetzt erstmal schnell runter hier vom Feld. Ja, nee, da hast du ja auch richtig gedacht. Ja, aber danach machen wir das dann auf jeden Fall mit den Rüben. Die holen wir danach dann runter vom Feld. Tja, ich hab das mal so überschlagen. Mhm. Also das sollten so 1,2 Millionen Liter geworden sein. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja, das da gibt kommt ordentlich, auf genau. gibt ordentlich Asche. Ja, das auf jeden Fall. Nee, da freue ich mich. Die kann ich auch echt gut gebrauchen. Ja. Ich weiß ja erstmal noch gar nicht, wie ich jetzt hier mit der Versteigerung dieser Felder hier umgehen soll. Weil gerade bin ich einfach nicht, nicht flüssig genug, sage ich mal, um hier zu wetten. Oder zu bieten, besser gesagt. Wetten ist ja das falsche Wort. Ja, ich würde dir so gerne helfen, aber ich kann nicht. Nee, also, ach, das musst du ja auch nicht. Ich glaube, ich darf nicht. Das musst du ja auch gar nicht. Sonst haut mir mein Chef auf die Ohren. Ja, du musst ja auch an dich denken, Alter. Also, das verstehe ich total. Ich sag mal so, ich denke aber viel lieber an dich. Ja, also ja, Mensch, Malta. Ja, na gut, ich press mal weiter, ja? Ja, super, dankeschön. Danach auf die 47 oder so, ne? Genau, ich fahre danach dann gleich, also ich fahre jetzt gleich, wenn ich die Bahn hier fertig habe, rüber auf die 47 und würde da dann schon mal das Gras weiter mähen. Ja, gut, dann komme ich auch noch hier rüber. Alles klar, super, dann bis gleich. Gut, tschüss. Baum ist ja auch gar nicht blöd hier. Okay. Tja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit den Feldern? Ey, ich weiß es auch nicht. Also ich will eigentlich nur die 23 wirklich gern haben. Aber das ist, glaube ich, auch das Feld, was am ehesten Tino haben will.
Weil es halt das Größte ist, logischerweise. Ungünstig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal einen Kredit dafür anfragen soll. Ich bin mir gerade unsicher. Sehr unsicher. Und ich bin schon, ich bin innerlich klein, kurz davor, wirklich für die 45 mir einen Kredit aufzunehmen. Einfach jetzt aus bösem Willen hier. Aber eigentlich will ich, ich will nichts machen. Also ich will schon eigentlich nur das machen, was mir hilft und nicht was anderen schadet. Das bringt mir, glaube ich, nicht so viel dann am Ende sozusagen. Deswegen bin ich noch ein bisschen unentschlossen, wie wir das machen. Am besten. Auch Alex! Nein! Leute, bitte, bitte, bitte schreibt sowas nicht in den Chat, was hier geboten wird. Ihr macht doch das ganze RP kaputt dadurch. Ihr macht die ganze Aktion dadurch kaputt, wenn ihr jetzt hier Summen schreibt. Das ist wirklich total Mist. Weil dadurch wüsste ich jetzt, was ich bieten muss, um ihn zu überbieten und so. Das ist total doof. Wirklich, absolut blöd. Ja, das bringt mir nichts, wenn Hannes und Schneegans mit mir zusammenbieten. Also das bringt mir ja nichts. Tja, I don't know. Ich bin irgendwie unentschlossen, was ich machen soll. Auf der anderen Seite denke ich mir auch gerade so aufgeschissen, dann nehme ich sie einfach nicht. Dann lasse ich das halt einfach. Hallo? Ich weiß nicht. Ja, klar, Marcel, schreib's nochmal rein. Perfekt. Perfekt. Einfach direkt. Das ist wirklich, Leute, das ist echt kacke. Also, ihr habt wirklich gar nicht verstanden, wie es mit RP funktioniert. Was ist denn hier eigentlich alles mein Feld? Das ist ja alles so. Von Pfannerich, hallo? Hallo, Telly. Hier ist der Hannes. Hallo, Hannes. Na, wie war der Urlaub? Sehr erholsam. So erholsam, dass ich gleich wieder in Urlaub verschwinden werde. Oh. Okay. Das ist ja schön. Also, ich gönne dir das. Ja, nachdem ich gesehen habe, dass hier alles lief, die Urlaubsvertretung hat alles gemacht, was sie machen sollte, habe ich mir gedacht, toll. Ich mache einfach weiter. Ah ja, perfekt. Naja, du, wenn du dir das erlauben kannst, ist doch super. Na klar. Ich habe ja immer noch keine Hütte zum Schlafen, also was soll's, ne? Kann ich auch ein Hotel irgendwo anders nehmen. Ah ja, stimmt. Dann einfach Geld so investieren, ist ja auch perfekt. Richtig, richtig. Wie geht's dir? Ach ja, ach, ich will dich nicht anlügen. Gerade ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du das hier mitbekommen hast. Diese Auktion mit den Feldern. Was denn für eine Auktion? Ja, es gibt eine Auktion für die Felder 21 bis 23. Ach was. Ja, und das sind die, also du glaubst es nicht, es sind die Felder, die mir letzte Woche vom Bürgermeister zugesagt wurden, dass ich die kaufen kann. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt das Geld noch nicht habe und dass ich eben, ja, quasi warten muss, bis ich jetzt wieder Produkte verkaufe und die kaufen würde. Und jetzt hat er die einfach für eine Auktion angeboten. Boah, das ist ja frech. Ja, das ist wirklich mehr als frech. Und ich weiß halt auch, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Du bist ja nun doch sehr weit entfernt von den Feldern so. Aber ich weiß, dass halt mindestens einer der anderen Landwirte sehr großes Interesse an den Feldern hat und die auf jeden Fall kaufen möchte. Lass mich raten, der Pferder. Ja, ganz genau. Das war mir sowas von klar. Ja, und ich weiß ja auch gar nicht, ob er die wirklich der Felderwillen haben möchte oder ob er mir eigentlich da nur einen reinwürgen will. Ich würde ihm ja auch wirklich beides zutrauen. Ich würde sagen, letztere. Ja, guck mal. Und deswegen bin ich doch gerade nicht ganz so gut gelaunt. Ja, das ist schon schade, auch dass man da einfach auf den Bürgermeister, auf das Wort des Bürgermeisters scheinbar so gar nicht bauen kann.
Ja, das ist schlimm, wirklich... Ne? Der hat das ja schon mal gemacht. Ja, bei dem Herrn Schneegans, ne? Hm. Ja. Da fragt man sich auch, ob das böser Wille ist oder wirklich einfach die Demenz, die da schon vorangeschritten ist. Aber das hast du jetzt gesagt. Ja, ist ja unter aber uns. Aber vielleicht ist das ja auch einfach nur Karma, Telly. Karma? Hm. Gegen mich? Ja. Warum denn aber Karma? Ja, ich rufe ja auch nur aus einem bestimmten Grund an. Und der wäre? Dass ich mächtig enttäuscht von dir bin. Wie bitte? Hm. Warum denn das jetzt, Hannes? Ich bin sowas von schwer enttäuscht von dir. Aus welchem Grund? Da hast du mir nicht mal erzählt, dass du so ein Tierfreund bist? Ja, Tiere sind Freunde. Hm. Und Füße gehören nicht dazu, ja? Gehst du so immer mit Freunden um? Dann muss ich mir nochmal überlegen, ob wir Freunde sein sollten. Ja, doch, grundsätzlich schon. Aber, weißt du, ich hab dir ja noch nicht so richtig den wahren Grund erzählt, warum ich da auch eine Investition gestartet habe. Weil ich will am Ende die Tiere ja eigentlich mehr retten daraus, weißt du? Also ich will jetzt erstmal so ein Insider-Wissen mir sozusagen ansammeln. Dadurch, dass ich jetzt eben ein Teil dieses Ganzen da bin. Und sobald ich verstehe, wie das ganze Unterfangen da funktioniert, werde ich dann, weißt du, von innen die Zerstörung starten. Und das soll ich dir jetzt glauben? Ja, würdest du sagen, ich würde lügen, Hannes? Das kann ich ja, also ich weiß nicht. Ich habe dich ja jetzt erst kennengelernt und habe gedacht, oh, guck mal, taffe Frau, Tiere sind Freunde. Hannes, habe ich dich je belogen? Wenn du sagst, Tiere sind Freunde und du investierst in so eine Mörderfabrik da oben schon. Ja, na, wie gesagt, ich habe dir ja gerade erklärt, warum. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich so ist. Aber wie ist es denn mit dir, Hannes? Wie stehst du denn zu Tieren? Zum Essen habe ich die alle gern. Und auch zum Quälen? Quälen keineswegs, nein. Hast du denn investiert? Ich habe da oben auch eine Investition geleistet. Du hast auch investiert, obwohl du auch gegen Tierquälerei bist. Ich bin sowas von gegen Tierquälerei. Aber dann bist du doch kein... Aber mit dem Hintergrund, ja, deine Anlage da oben mit meiner Investition so zu fördern, dass die Tiere da nicht mehr gequält werden. Ah, und das soll ich dir jetzt glauben? Das kannst du mir glauben, weil das habe ich mit dem Alepeter eigentlich auch so besprochen. Aha. Ob der das jetzt macht, ist eine andere Geschichte, ne? Aber warum glaubst du mir denn nicht, Hannes, wenn ich dir glauben soll? Bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen menschlich von dir auch enttäuscht? Nee, jetzt dreh mal nicht den Speed um, Fräulein. Fräulein? Hm. Ich habe niemals gesagt, Tiere sind Freunde. Hm. Aber ich hoffe, dass du so nicht mit unserer Freundschaft umgehst. Nein, bisher gibt es ja noch keine Anlagen, wo Menschen gebraten werden hier, ne? Noch nicht. Gott sei Dank, wieso willst du eine bauen? Ich weiß nicht, es kommt drauf an, wie viel Geld es abwerfen würde. Oh. Na dann mal tau. Soll ich den Pferder vorher informieren oder erst nachdem er die Felder gekauft hat? Ach doch, lass ihn ruhig mal in dem Glauben, ihm kann nichts passieren. Ich feile schon an Möglichkeiten. Ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass du da oben wirklich nur Gutes tun möchtest. Mhm, ja, das kannst du machen. Wenn du aus deinem Urlaub wiederkommst, vielleicht ist da ja schon einiges passiert, du. Ich bin gespannt. Vielleicht steht die Hütte da oben ja nicht mehr. Das könnte sein. Dann wäre ich auf jeden Fall positiv überrascht. Mhm, das ist doch alles, was ich will. Deine Freundschaft sicher haben, Hannes. Die hat sie auch immer noch sicher. Ich wollte nur sagen, dass ich ziemlich enttäuscht war von dieser Aktion. Aber deine Begründung, die du den Hintergrundgedanken, den er hat, der ist ja auf jeden Fall vorbildlich, ne? Mhm, ja, definitiv. Wie läuft das jetzt mit der Auktion da oben ab? Ja, so genau kann ich dir das auch nicht sagen, aber ich glaube, dass eben jetzt beim Bürgermeister Gebote abgegeben werden können. Und wer hat das meiste Geld bietet, der kriegt, oder was? Genau, er hat gesagt, die Stadt möchte das größtmögliche Geld daraus rausziehen, sozusagen aus den Feldern. Dann ist ja frech. Ja, finde ich auch frech. Hast du denn so viel Kapital? Nee, gar nicht gerade. Das natürlich nicht. Ich habe überhaupt kein Kapital, um da mitzubieten. Wie gesagt, ich habe halt, muss erst noch meine Produkte verkaufen. Ich habe hier noch ganz viele Rüben auf Miete liegen, aber die muss ich halt erstmal wegbringen. Und dann wäre ich auch wieder flüssig, aber das dauert eben auch seine Zeit, ne? Mhm. Bei über 1 Million Liter Rüben dauert es eben ein bisschen. Das ist natürlich eine Menge. Ja. Ja, dann sieh mal zu, dass das jetzt schnellstmöglich los wird. Also jetzt gibt es ganz guten Preis, habe ich gehört. Hm. Ja, ich guck mal. Also das mit dem Preis, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bei so einer Summe ist es am Ende ja dann eh viel Geld, ne? Mhm.
Ja, das definitiv, aber ich meine, diese 5 Monate das irgendwo noch einzulagern und auf den Höchstpreis zu warten, da macht er auf jeden Fall kein gutes Geschäft mit. Ja, also ich habe mir das eben schon durchrechnen lassen, ich habe ja auch so ein paar Rüben. Mhm. Und ich mache da auf jeden Fall 15.000 Minus, wenn ich jetzt warten würde. Also. Oh, okay. Ja, na dann lohnt sich das ja echt. Ne? Hm. Aber wie ist es bei dir denn, Hannes? Bietest du für die Felder mit? Wenn ich dich das fragen darf? Soll ich? Soll ich dir kaufen, damit du sie für einen normalen Kurs kriegst, oder was? Würdest du das machen? Wenn ich das Geld dafür habe, ich weiß ja nicht, was die alle bieten da oben. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich kann ja mal beim Bürgermeister nachfragen, was so die Gebote sind. Einfach nur aus reinem Interesse und sagen, ich habe da eh kein Interesse dran, da kann er ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Vielleicht kriege ich ja was raus. Ja, wenn du das machen würdest, wäre das natürlich cool. Da würdest du mir schon mithelfen. Ich kann es ja mal versuchen. Okay. Ja, dann meldest du dich einfach, falls du was weißt, ne? So machen wir das. Super. Ja, dann würde ich dir noch einen schönen Tag. Ja, ne? Würde ich dir auch. Hannes, danke für den Anruf. Ja, freut mich immer wieder. Tschüss. Tschüss. Tja. Schwierige Nummer mit den Feldern. Echt schwierig. Sally? Ja, Malta? Ja, ich hab mal so ein paar Leute angerufen. Ja. Aber leider finde ich keinen, der eine Kettensäge hat. Niemanden? Niemanden. Also ich denke mal, das wird irgendwie nicht gehen, leider. Ach, das ist ja ärgerlich. Ich hätte dir so gern geholfen, aber... Ja, ist ja kein Problem, da kann man nichts machen. Ja, tut mir leid. Ja, nee, du hast ja alles versucht, Malta, das ist ja kein Problem. Danke trotzdem für deine Mühe. Gerne. Und sonst, wie läuft's bei dir? Läuft jetzt besser? Ja, ich mähe hier halt gerade mein Feld, ne? Ja. Ist jetzt nicht die spannendste Arbeit, aber ja. Wie sieht's denn aus? Kommst du gut voran? Ja, ich press fleißig. Ich habe jetzt noch 2,5 Bahnen, ja, 3 Bahnen und dann bin ich auf dem Feld schon fertig. Okay, super. Ja, ich würde mir jetzt als nächstes, wenn ich hier fertig bin mit dem Grasmähen, würde ich mir dann jetzt schon mal ein Gespann ausleihen. Ja. Mit einem LKW, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Und dann gibt's die Arbeit für dich als nächstes, dass wir da die Rüben abtransportieren müssen. Ja, das ist ja kein Problem. Ich habe eben auf dem Hof gesehen, als ich eingestempelt habe. Wir haben jetzt auch eine Ropermaus. Also, Gerätschaft bringe ich mit. Ja, super. Okay, ja, das müsstest du eh. Da ja. Habe ich nichts, sozusagen. Ja, ist ja kein Problem. Dafür sind wir ja da. Perfekt. Okay, ja, ich telefoniere dann gleich schon mal mit der Dispo, dass die schon mal Bescheid wissen. Genau. Sobald du dann da fertig bist mit dem Mähen, da können wir direkt weitermachen, ne? Ja, sagst du die Kowalski bitte, der soll die Sitzhaltung schon mal anmachen. Alles klar, mache ich. Für meinen armen Rücken. Na klar. Bis später. Das Ballenpressen dauert jetzt halt noch so ein bisschen, aber ich glaube, ich fange schon mal an. Fange ich jetzt an zu sehen? Ja, ich fange jetzt schon mal an zu sehen dann gleich. Mal gucken. Mann, ey, ich bin unentschlossen. Ist doch alles mistig. Alles kacki. Ich wollte eigentlich keinen höheren Kredit mehr aufnehmen, weil ich habe keine Lust darauf, dass ich dann irgendwann wochenlang nur Kredite abbezahle. Das ist super nervig. Ja, aber ich habe ja trotzdem kein Geld, um auf Feld 23 zu bieten. Also, ich kann 20.000 bieten, aber ich glaube nicht, dass es das wird hier. Ja, ich wollte eigentlich eben, wie gesagt, nicht mehr Kredit aufnehmen. Deswegen mal gucken. Der letzte Kredit ist schon ein bisschen her, aber ich wollte halt mal eigentlich von der Summe halt eher einfach nicht mehr höher gehen. Und ob ich jetzt beim Schneegans anrufe wegen der Felder, ist ja eigentlich irrelevant. Also die Info,
die Info, ob der jetzt die Felder haben will oder nicht, sage ich mal, das ändert ja jetzt für mich nichts wirklich was. Ich lasse die beiden vom Unternehmer holen, ja. Weil, oh mein Gott, ich muss ja hier abbiegen. Weil das, ich habe gar keinen Anhänger dafür. Ich meine, ich will eh noch einen Autoloader kaufen, aber mit dem würde das trotzdem zu lange dauern. Da sollte er ruhig kommen. Ich habe noch Gras im Silo für meine Schafe, ja. Das können wir aber auch eigentlich mal wieder auffüllen. Warte mal, wie viel haben die noch? Ja, die haben halt immer noch 40.000 Liter Gras da drin, also... Das verbraucht sich auch sehr langsam. Da können wir auf jeden Fall alles zu Silage machen. Ja, ja, ich weiß, dass ich wieder genug habe, wenn ich meine Rüben verkaufe. Aber das dauert halt ewig, meine ganzen Rüben zu verkaufen. Das werde ich heute nicht schaffen. Das ist halt super. Das ist halt einfach extrem viel. Ich muss da so viel fahren. Deswegen, ja. Kann man hier nicht scrollen in dem Dings? Ja, blöd. Ich war eigentlich der Meinung, dass es um alle drei Felder geht. Nee, die Rüben liegen auf Miete. Die liegen auf den Feldern. Also die müssen mit einer Rübenmaus halt aufgesammelt werden. Perfekt. Und dann... Ja. So. Dann... Soll er erstmal noch fertig die Ballen pressen? Ruf schon mal den Unternehmer an. Die haben ja einen weiten Weg. Ring, ring. Ring. Mertens, hallo. Ring. Herr Mertens, hallo, hier ist Fanfannerich. Hallo. Herr Mertens, ich habe eine Frage. Ich habe gerade Silageballen pressen lassen. Ja. Und ich würde die sehr gerne von Ihnen abholen lassen. Ja. Kann ich das in Auftrag geben bei Ihnen? Das können Sie natürlich gerne in Auftrag nehmen. Sie wissen, pro Fahrt... Ja, das weiß ich. Okay. Das weiß ich, genau. Also es geht um zwei Felder. Zum einen ist es das Feld 26, da ist das Pressen der Ballen auch schon fast abgeschlossen. Und als zweites wird noch das Feld 47 vom LU-Mitarbeiter gepresst. Ja. Also von den zwei müssen Feld die abgeholt werden. 26 und Feld 47. Genau. Aber 47 muss noch gepresst werden. Muss noch gepresst werden, genau. Aber es liegen ziemlich viele Ballen und sie haben ja auch ein relativ... weiten Weg, ja. Um die wegzubringen. Deswegen, ich glaube, sie könnten da schon relativ bald anfangen auch. Ja, okay, dann hole ich die ab und gebe ihnen dann am Ende Bescheid, wie viel wir abgeholt haben. Okay, ich muss die nicht irgendwie vorher zählen oder so, da kann ich auf sie vertrauen, ne? Okay, ja. Gut. Das lief bis jetzt, glaube ich, immer ganz gut. Perfekt, dann machen wir das so. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Okay, dann werden die abgeholt, das ist fein. Überleg jetzt gerade. Ich dachte, ich fahre wenigstens schon mal das Vorgewende auf der 18. In der Zeit, wo der Malta noch das andere Feld. Guck mal, das ist übrigens unsere 160.000. Schön, oder? Hier sehen Sie 160.000 Euro. Räumchen. Ja. In der Zeit, in der da noch die Ballen gepresst werden, dachte ich, fahre ich wenigstens schon mal ein Vorgewende. Hier auf der 18. Das wird es irgendwie dann auch mal langsam irgendwann hinkriegen, dieses Feld hier neu anzusehen. Das ist jetzt auch schon wieder so lange leer. Schaf noch Platz für die doch müsste, oder? Ist ja noch nicht lange her, dass ich das abgeholt habe. Oh, also schon relativ viel. 8.900. Können wir dann eigentlich direkt auch noch abholen lassen. Machen wir auch noch. Ach nee. Was habe ich? Ach, muss das eigentlich gekalkt werden? Kacki. Oh
Muss nicht gekalkt werden. Okay. Wann habe ich nichts gesagt? Chillig. Ich hätte alles darauf geschworen, dass es gekalkt werden muss. Oh, ich mag Ansehen ja eigentlich sehr gerne. Ich sehe gerne an. Das ist eine richtig chillige, entspannte Arbeit. Vorgewende und nach dem Vorgewende leihen wir uns dann den das Gespann aus. Guti, aber dann ist jetzt erstmal schon wieder Stopp mit der zweiten Folge. Mal gucken, wie viel wir dann in der dritten Folge schaffen. Wir dann schon mal anfangen können mit unserem Plan, hier die Rüben wegzubringen oder nicht. Gucken wir mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du einen netten Kommentar und auch einen Daumen nach oben da lässt. Und falls du es noch nicht gemacht hast, lass unbedingt auch ein kostenloses Abo hier auf meinem Kanal da. Ich verlinke dir außerdem unten in der Videobeschreibung meine Konkurrenten. Auch auf deren Kanälen kannst du sehr gerne mal vorbeischauen. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.